Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video wollen wir uns den Einheitskreis anschauen. Einheitskreis heißt, wir haben einen Kreis, der hat den Mittelpunkt genau in dem Nullpunkt des Koordinatensystems und hat den Radius 1. Das heißt, der geht zum Beispiel in den Punkt 1, 0 und 0, 1 und so weiter. Wir wollen uns da drin mal einen Pfeil einzeichnen. Beispiel diesen hier, so wie ein Minutenzeiger oder sowas bei der Uhr. Und wir wollen jetzt wissen, wie hoch über der X-Achse befindet sich eigentlich nun der Pfeil oder die Spitze des Pfeils, also auf den Punkt, den er hier zeigt, sozusagen die Y-Koordinate dieses Punktes hier. Den wollen wir bestimmen. Und das ist in Abhängigkeit des Winkels, nach welchem Winkel nimmt man da? Man nimmt diesen Winkel hier drinnen, gemessen von der x-Achse aus zu unserem Pfeil hin. Nennen wir diesen Winkel Alpha und wir wollen jetzt uns die Höhe hier einfach betrachten. Es gibt jetzt ganz einfache Fälle, zum Beispiel wenn der Winkel 0 ist, dann liege ich genau hier drauf mit dem Pfeil, dann wissen wir definitiv, ja, dann muss die Höhe auch 0 sein. Einfach wird es für uns auch, wenn wir 90 Grad haben. 90 Grad sind der rechte Winkel, ist also genau das. Wenn der Pfeil auf der Y-Achse liegt und nach oben zeigt, dann wissen wir hier, dann haben wir auf jeden Fall die Höhe 1. Also sagen wir, hier sind 90 Grad. Alpha 90 Grad. Wir wissen, wir haben dann die Höhe 1. Können wir auch mal einzeichnen. Der Punkt ist wiederum einfach. Wir haben die Höhe 0. Wie viel Grad sind es? Naja, dann gehen wir komplett einen halben Kreis weiter. Das heißt, das ist der halbe Vollwinkel, also 180 Grad. Also bei 180 Grad haben wir 0. Der Punkt ist wieder einfach bei minus 1. Und das sind natürlich dann 270 Grad. Sind wir bei minus 1. Hier und wenn wir das schlussendlich wieder hier sind mit 360 Grad, sind wir doch bei diesem Punkt angekommen, das auch 0 Grad sind. Wir stellen fest, also zwischen 0 Grad und 360 Grad können wir eigentlich gar nicht unterscheiden. Und dann ab da wiederholt sich das. Also 361 Grad ist das gleiche, als ob ich um 1 Grad gedreht hätte. Es wiederholt sich alles. Es hat eine gewisse Periodizität. Jetzt haben wir hier ein paar einfache Punkte. Man könnte sich überlegen, wie kann ich die verbinden. Der erste Gedanke wäre vielleicht, man setzt da einfach Geraden an. Man könnte aber auch dazu übergehen, einfach dieses, wir haben es hier Maßstab gezeichnet, diesen Winkel hier einfach hier rüber so abzutragen, Stück für Stück. Und dann kommt man immer weiter darauf und macht das jetzt dann für einen 10 Grad Schritt oder sonst was. Das könnt ihr gerne selber mal versuchen. Und man wird merken, es ist eben nicht eine Gerade, sondern wir kriegen hier so eine Kurve hin. Wenn ich es wieder weitermachen würde, würde die Kurve hier genauso weitergehen, wie sie da vorne war. Sie wiederholt sich ab diesem Moment. Ab 360 Grad haben wir genau das Gleiche. Nun wollen wir uns überlegen, was habe ich hier eigentlich gezeigt in dieser Funktion? Könnte ich diese Höhe hier drüben nicht irgendwie einfach direkt selber berechnen? Das abzuzeichnen ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt das alles hier hinzubekommen, aber eigentlich interessiert mich ja auch der Wert der Höhe. Also schauen wir uns das genau an. Die Höhe ist natürlich senkrecht gemessen auf der X-Achse. Und jetzt sieht der ein oder andere schon, das kann ich doch mit Sinus und Cosinus ausrechnen. Da gibt es irgendwie so einen Satz, der sagt, der Sinus ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Also wir wissen, Sinus von Alpha in einem rechtwinkligen Dreieck, und das haben wir hier ja, ist nichts anderes als die Gegenkathete gegen Kathete geteilt durch die Hypotenuse. Was ist das in unserem Fall? Nun, die Gegenkathete ist das, was wir hier rot gezeichnet haben. Und unsere Hypotenuse
ist dieses hier, unser Pfeil. Aber da wissen wir, das ist ein Einheitskreis, also hat das Ding die Länge 1. Der Radius ist ja 1. Somit wird es bei uns, wenn wir hier weitermachen, einfach zu Gegenkathete durch 1. Aber das könnte man eigentlich auch weglassen. Das heißt, wir wissen, das Sinus Alpha ist nichts anderes als die Höhe der Gegenkathete, die Länge der Gegenkathete in dem Einheitskreis. Somit wissen wir, dieser rote Strich hier, diese eingezeichnete Höhe, ist nichts anderes als Sinus Alpha in diesem Fall. Das heißt, was wir hier gezeigt haben, ist nichts anderes als die sogenannte Sinusfunktion. Sinus von Alpha. Das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden. Wir hatten einen Sinus von einem Winkel, der größer ist als 90 Grad. Immerhin bisher kennt ihr den Winkel nur zwischen 0 und 90 Grad. Jetzt wissen wir auch, was der Sinus von, 110 Grad sind oder 180 Grad. Können wir alles hier dran ablesen. Wir haben also den Sinusbegriff erweitert und die Definition ausgeweitet auf alle Winkel. Selbst negative Winkel können wir damit erklären. Ihr habt gesagt, das Ding ist ja periodisch. Das heißt, das kann ich natürlich auch den Winkel, wir haben hier mathematisch korrekt den Winkel immer gegen den Uhrzeigersinn laufen lassen. Wenn ich jetzt einen Winkel aussuche, der in diese Richtung laufen würde, dann hätte ich einen negativen Winkel und ich könnte dieses Ding hier rüber weiter fortsetzen. Wir haben also auch jetzt den Sinus von negativen Winkeln definiert. Ihr kennt es, bei Sinus war auch immer der Cosinus irgendwo im Spiel. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie war der Cosinus definiert. Vielleicht können wir dann auch was finden. Cosinus von Alpha war definiert als die Ankathete durch die Hypotenuse. Dann was ist die Ankathete durch die Hypotenuse? Die Hypotenuse ist wieder 1. Das heißt, der Cosinus ist nichts anderes als die Ankathete. Weil die Hypotenuse halt wieder 1 ist. Naja, die Ankathete ist die Kathete am Winkel anliegend, also das, was ich hier blau einzeichne, also das hier wieder Cosinus Alpha. Also sozusagen die x-Koordinate dieses Punktes, auf die der Pfeil zeigt, wäre also der Cosinus von Alpha. Wir können also sagen, wenn ich hier einen Punkt habe, einen Punkt P, dann hat der die Koordinaten P, die x-Koordinate wäre Cosinus von Alpha und die y-Koordinate wäre Sinus von Alpha. Punkte mit diesen Koordinaten liegen dann auf diesem Einheitskreis. Wir wollen die jetzt aber auch uns hier zeichnen. Wir sehen, Cosinus von 0 Grad ist natürlich die 1. Wir haben die Maximalausschlag hier. Von 90 Grad, da wäre der Pfeil hier oben, wir haben überhaupt keine x-Koordinaten, die x-Koordinaten wäre 0. Wir gehen weiter, 180 Grad, wir sind bei minus 1. 270 Grad, wir sind wieder bei 0. Und wenn wir bei 360 Grad sind, fängt alles wieder von vorne an, also sind wir wieder bei 1. Wir verbinden das auch, wenn man das wieder kleinstelliger machen würde, würde man sehen, dass es ebenfalls eine Kurve ist. Das Ganze würde so aussehen. Und natürlich auch das geht hier und hier weiter. Und wer es genau und wunderbar gezeigt hat, erkennt auch sofort, dass Sinus und Cosinus eigentlich die gleichen Funktionen sind, nur ein Tick verschoben. Nun, schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Schaut noch unsere anderen Videos zum Thema Sinus, Cosinus, Einheitskreis oder Bogenmaß noch an. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Bleibt uns gewogen. Bis bald.